Herzlich willkommen auch auf YouTube zur Aufnahme hier vom neuen Server der Holzer. Bringen uns jetzt hier mal in Position. Danke der Olli für den Follow. So, womit kann man mit vor- und zurückfahren? Theoretisch jetzt schön laden. Jetzt gucken wir mal, ob wir diese Häufchen verladen kriegen hier. So, erstmal müssen wir ein bisschen weiter rausfahren, damit wir auch immer schön da mitten reingreifen können. Ah, der sich jetzt wieder bewegt. Weil der ist gar nicht so schwer, wie er aussieht. Was höher. Nicht so schnell bewegen. So, für die YouTuber, jetzt ist ja schon Dienstag. Und somit ist Terra Live Plus schon seit einigen Tagen. Andersrum. Das ist erst noch was höher. Vielleicht hätten wir doch einen größeren nehmen sollen. Und mich interessiert natürlich, habt ihr das probiert? Ja, ich habe auch von vielen gehört, ja, das ist alles viel zu kompliziert für mich, da habe ich keinen Spaß mehr am Spielen. Ja, aber habt es mal probiert. Man ladet einfach mal runter, ne? Falls nicht, ladet es einfach mal runter und probiert es einfach mal. Es wird euch nicht umbringen, es mal zu probieren. Zack. Also ich finde aktuell das Handling der Bäume, der Baumstämme hier, sehr schön. Haben wir so ein bisschen wie Mikado spielen, ne?
Ah, der Hessen-Chaot. Erstmal danke für dein Follow und herzlich willkommen. Normalerweise nutzen wir auch Autoload, aber wir wollten das jetzt einfach mal ausprobieren mit diesen Platinum-Maschinen. Nicht am Hebel ziehen beim während dem Schließen der Zange. Ah, jetzt haben wir wieder das Anhängerproblem. Seht ihr das? Der Anhänger bewegt sich. Ich könnte die Dinger jetzt runterziehen. Der Anhänger bewegt sich. Ich krieg den jetzt auch nicht weggeschoben. Da sind wir im starken Bauern? Geht nicht. Minuten fahren. Was meinst du mit 2 Minuten fahren? So, 2 Meter fahren, nicht 2 Minuten. Also wie ich das gerade gemacht habe, ne? Also. Überleg immer, wie die Leute, die hier tatsächlich in so einem Gerät sitzen, die sehen ja nur das hier. Die das hinkriegen. Klar, ne? Die haben räumliches Sehen auf der Wind dabei. Ne? Das haben wir jetzt hier nicht. Aber die gucken ja quasi tatsächlich nur hier aus der Kabine. Ja. Ich denke, da müssen wir mal ein bisschen rüberfahren, damit wir wieder hier auf die Spur kommen.
Der eine ist runtergefallen. Und ja, YouTube ist so, ist mittlerweile ganz schlimm, vor allen Dingen, wenn du aus den Niederlanden guckst, ne? Ich habe mir letztens das Häcksel-Video nochmal angesehen. Von der Arbeit aus. Da bin ich ja in den Niederlanden. Und es waren 2,5 Stunden das Video und mit Werbung lief es 6. Also wenn ihr denkt, in Deutschland seht ihr viel Werbung. Ja, es ruft mal eine niederländische IP. Und schon wieder ist er gewandert. Ah, guck mal, da ist wieder so ein. Ha, habt ihr gesehen? Habt ihr das gesehen? Da ist diesmal so einer dabei, der immer vor und zurück flippt. Okay, mal gucken. Ah, ist er da? Jetzt sind sie gut gerutscht. Aber hallo DZP. Da geht aber noch was, ne? Nicht am Lenkrad drehen, wenn man kein Gas gibt. Ah, jetzt hat er sich ganz rumgedreht. So, ich glaube, ein Stück lag auf dem Haufen noch. Und
Zwei sind es. Schnapp kommt natürlich noch. Danke, Tastenritter, für dein Abo schon im 7. Monat insgesamt. Vielen, vielen Dank. Und zack. Hoppala. So. Ich denke, das war jetzt auf jeden Fall schneller als bei, wenn man ohne Häufchen arbeitet. Im Real Life wird man jetzt hier nicht lang fahren, weil er optisch an Seil gespannt ist. Aber wir haben es rausbekommen. Oha, Agrarplay raided mit 233 Usern. Oha, herzlich willkommen, liebe Raider. Da ist man einmal donnerstags online und dann sowas. Ich glaube, es ist gerade keiner meiner Admins da. Ich den Shoutout selber machen. Ja, und er fährt natürlich weiter, war ja klar. So ging das. Hallo Agrarplay, Finanzamt, Henkel, MBO Agrar, herzlich willkommen hier im langweiligen Holzstream. Schönen guten Abend. Danke Jonas, Lone Wolf, Jan und Currycock für eure Follows. Ah, da ist er wieder. Na, der Ruckler im Holz. Gucken. Dass wir mal so ein Seitenfahrding hinkriegen. Naja, auf die Seite stellt er sich jetzt gerade nicht. Dass du das gesehen hast, DZP, war ja wieder klar. Aber zum Glück bin ich diesmal nicht ins Stotter geraten, nur weil Agrarplay mich raidet. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream bei Agrarplay. Ja, hier bei mir gibt's Stream von der TerraLife Plus Holzer. Wo ich dem Namen der Map normale Ehre mache und mache.
Holz. Und wir versuchen gerade so verschiedene Sachen und haben uns gewundert, dass das auf einmal so schön funktioniert. Wir haben jetzt mal ohne Autoload verladen. Mit dem Bagger mit dem Greifarm. Mit dem kleinen Bagger mit dem Greifarm. Ja, und wir haben heute schon mit der Kettensäge gearbeitet. Und wir wollten jetzt gleich noch ein bisschen was mit dem Hannibal arbeiten. Auch ein paar Häufchen machen. Aus gesundheitlichen Gründen wird mein Stream heute auch nicht lang. Wegen Steißbeinschmerzen kann ich nicht so lange sitzen. Und es sind jetzt schon über 2 Stunden, die ich hier rumsitze. Genau. Mit der Gerät haben wir gerade verladen. Und das funktioniert wesentlich besser, als ich gedacht habe. Aber jetzt geht's mit der Gerät weiter. Und wir machen mal wieder ein paar schöne Häufchen. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Richtung da. Weil wenn wir Häufchen machen, wie war das jetzt nochmal? Hab ich wieder vergessen. Seit dem letzten Stream. Schnittlänge steht auf 6 Meter. Greiferöffnung bei die 28. Der war's. Genau. Jupp, Psychobäcker. Danke fürs Reinschalten. Irgendwie sieht das da vorne ein bisschen schief aus, ne? Ja, der weiß nicht. Der weiß auch nicht. Der weiß. Den müssen wir wieder gerade stellen, sonst wird das nichts.
Danke, Tastenritter. Ich gebe mir Mühe. Morgen Termin beim Arzt. Er hatte mir eigentlich eine Überweisung für zum Orthopäden ausgestellt. Aber der Orthopäde meint, da steht ja nur drauf Steißbein. Er muss schon wissen, was Steißbein. Ja, sag ich, tut weh. Ja. Aber mein Hausarzt muss einfach sagen, wo die Schmerzen herkommen. Ja. Wozu gibt es dann die Orthopäden? Oder ein Orthopäde muss das sagen. Aber ich wurde ja zum Chirurgen überwiesen. Nee, bin ich verwirrt. Jetzt muss ich morgen wieder zu meinem Hausarzt. Ja. Naja, wir machen jetzt hier noch ein bisschen was Häutchen. Ja, ich denke, der Orthopäde will sicher gehen, dass es die richtige Art von Moor ist. Oh, der dreht sich aber. Okay. Gut, in dem Fall. Der bewegt sich mit. Weil viel schlimmer als eine Moorpackung ist ja Probe liegen auf Holz. Wieder los. Das Ding da schon wieder schief. Ja.
haben wir überhaupt die Dinger ausgefahren? Ja, haben wir. Okay. Irgendwie hat er den wohl nicht gegriffen gekriegt. Egal. Juhu, wünsche ich euch auch. Ich wünsche euch eine bessere Nacht als meine letzte. Danke. Wow. Bis zum nächsten Volkshochschulkurs im Usernamen lesen. Besuchen, wenn das so weitergeht. Da kommen so zwei, drei Bäumchen, machen wir noch. Also mit dem Hannibal muss ich noch so ein bisschen üben, dass man die alle so schön in eine Richtung legt. Müsste nämlich eigentlich sehr gut möglich sein. Durch diese Klammer. Aber der hier zum Beispiel, der dreht sich mit. Der ganze Aufwand für so wenig. Okay, einen Baum noch und dann fahren wir noch einmal hoch weg, bevor wir für heute Schluss machen. Bringen.
Wieso geht denn der da jetzt nicht rein? Ich hab das falsch gemacht. Normalerweise geht er doch viel weiter rein, der Harvester, oder? Komisch. Hola. Falscher Knopf. So, und das ist das, was ich jetzt meinte. Ich kann mit dem viel besser so machen, dass sie parallel geschnitten werden. Und wenn ich dann schneide, liegen die auch viel besser aufeinander. Ich kann die viel besser gestapelt. An diese Stapel kann man nachher viel besser ranfahren. So viel zur Theorie, ne? What? Aber dann. Okay. Einmal zusammenbauen, bitte. So, wir gehen natürlich erstmal die von Hand gesägten Bäume hier noch einsammeln. Und das, was hier vorne so daneben noch liegt. Holz. Könnte man glatt denken, wir sind voll, ne? Gut, noch eine einmal verkaufen. Wolle Bäume kaufen? Ja, Wolle Bäume kaufen? Danach gehen wir mal gucken, ob noch einer zum Raiden da ist. Natürlich eine Sache, kann ich so nicht beurteilen, weil ich noch nicht geguckt habe. Moin Westrede. Hambi, ich weiß nicht, was du geschrieben hast, aber Twitch meint, das wäre ein Link und macht deswegen Sternchen. So, für diejenigen, die jetzt im Stream nochmal nachfragen wollen, Terra Live kommt Samstag in den Mod Hub.
Und gerne mal ausprobieren. Einfach mal runterladen und ausprobieren. Ach, hast du einen Clip gemacht von mir? Ja, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, ne? Oder wie war das? So. Dann haben wir das Geld für die Testmaschine auf jeden Fall wieder reingeholt. Haben wir, ich weiß nicht, ob du auf meinem Discord bist, aber du darfst ihn natürlich gerne bei mir im Discord posten und natürlich auch gerne im Nice Plus Discord, da gibt es ja extra einen Channel für sowas, darfst du natürlich auch posten. Terra Life kommt mit 4 Maps, weil die Maps in Terra Life eingebaut sind, ne? So eine Map hat 400 bis 800 MB und Terra Life hat 2 GB. Insofern kann man verstehen, ne? Also die Map muss in Terra Life eingebaut werden. Und das ist der Grund, warum es im 22er auch nur 7 Maps insgesamt geben wird. Ne? Somit, genau, ist nicht global. Nee, Gerd, ich habe keinen Discord-Command. Discord ist, der Link steht unter dem Stream. Ja, ich war zu faul, es zweimal zu schreiben. War so. Aber einen Unfallzähler habe ich mittlerweile. Oh, da guck mal, das ist doch mal ein schöner Haufen hier. Gut, nichts in dem, was wir früher gemacht haben, aber es ist auf jeden Fall ein schicker Haufen. Ja, ich würde sagen, danke auf YouTube fürs Reinschalten und wir werden dann beim nächsten Mal da hier weitermachen, würde ich sagen. Ne? Denkt dran, ne? Terra Life, einfach mal ausprobieren. Bis dann und tschüss.